Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Psychonauts. Ja, wir starten heute im Menü, weil wir nämlich gerade mitten im Bosskampf sind und ich wieder gerade frisch reinstarte in einer neuen Aufgabe. Ich bin sehr gespannt, denn ich weiß nicht, ob wir das so einfach hinbekommen werden. Vielleicht mit frischem Elan, vielleicht werde ich jetzt hier einige Male failen. Wenn es euch nicht gefällt, schaltet ruhig vor, spult vor. Ist natürlich alles andere als einfach. Scheinbar können wir sie aber auch so treffen. Wir müssen gar nichts werfen. Ich hatte letztes Mal gedacht, wir müssen diese Pakete werfen. So. Ach, halt die Backen. Genau deshalb trage ich ja die Brille. Genua. Dann mache ich eben das. Hoffentlich kannst du im Dunkeln sehen. Ich kann das nämlich. Sollten wir können, aber... Genau. Halt, stopp. Wir haben eine Sache, die wir hier drinne scheinbar nicht aktuell haben. Und zwar das Schutzschild. Genau. So. Ja, ja, bla bla. Kekse gefällig? Das Auge des Glückstreffer! Also haben wir schon ziemlich viele Glückstreffer, meine Liebe. Mann, bleib doch mal stehen. Gut, dass wir diesen Schuss haben, der von diesem Teil woanders hingeht. Ah. Ah, oh. Haben wir es geschafft? Yes. Hast du getan? Psst. Er wacht auf. Ja und? Ist doch gut, oder nicht? Ich bin der Milchmann. Meine Milch ist köstlich. Und das Meer färbt sich weiß von seinem Zorn. Weiß? Weiß? Bitte nicht. Das ist widerlich. Ich bin der Milchmann. Meine Milch ist köstlich. Heute Sonderlieferung. Ich bin der Milchmann. Meine Milch ist köstlich. Void? Bist du okay? Zeit für die letzte Lieferung an diese Adresse. Hey, ist das jetzt normale Milch? Oder die mit den explodierenden Träumen? Sie ist angereichert mit dem, was die Welt will. Was die Welt verdient. Bist du sicher, dass du nicht darüber reden willst, Void? Genau, lass uns einen Stuhlkreis bilden und darüber reden. Zeit für die Milchlieferung. Errungenschaft freigeschaltet. Jaha. Ja. Ja. Was müssen wir jetzt machen? Oben auf den Turm gelangen. So wie in der Vision. Ich weiß zwar gerade nicht mehr, welche Vision, aber ja, wir sollten vielleicht hochgehen. Ich habe ein wenig... Er schmeißt die Bomben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da haben wir was angerichtet. Das wird hier gleich laut. Was haben wir hier? Gefäß zerschlagen, um Hirn zu befreien. Ja, wenn ich es mal treffen würde. JT's Hirn? Wie ist dieser Mustang aus dem Koral entkommen? Jiha, hat er gerade das Hirn geküsst? Ausgezeichnet. Das Gehirn eines anderen Kadetten. Rip, Maus weg.
Wenn du es Fort Crawler zur Rekopierung bringst, erhöht sich dein geistiges Gesundheitspotenzial. Machen wir das jetzt schon? Ich habe ein Gehirn. Endlich! Dann rauscht es nicht so in den Ohren, wenn der Wind bläst. Nein, ich meinte doch, ich habe dein gestohlenes Hirn gerettet. Oh Himmel, ich wusste ja, was du meinst. Du und Sascha, ihr seid so humorlos im Einsatz. Also, kommst du jetzt her, damit wir die Nudel rekopieren können, solange sie noch al dente ist? Ich würde sagen, ja, oder? Wir benutzen mal den Speck. Ja, ich muss mich eigentlich nicht neu sammeln, aber... Roger, vorbereiten zur Extraktion. Wir brauchen halt diese Rekopierung. Ich hoffe, der schmeißt uns da auch wirklich wieder hin, wo wir waren und nicht wieder nach unten oder so. So. Ach so, wir haben übrigens auch geistige Spinnenweben. Das machen wir jetzt zuerst mal. Wobei, da oben sehe ich gerade, kommen wir da überhaupt hoch? Nein, kommen wir nicht. Gut. Spinnenweben, ist das der hier? Wenn du das Gerät kaputt machst, webe ich mir aus dir eine Fußmatte. Ja, ja. Sehr schön. Haben wir noch Kerne? Um mit der Maschine Psi-Aufstiegsmarkierungen herzustellen, brauche ich einen Psi-Kern aus dem Laden. Schade. Okay, also, eigentlich müssten wir jetzt auch noch mal eben zum Hauptquartier, also zu dem Laden und da mal eben die Dinger kaufen. Aber wir gehen erstmal zur Rekopierung. Das machen wir jetzt erstmal. Hirn-Zurücksteck-Aktion. Jiha! Wie gut, dass du das Hirn dieses Kindes gefunden hast. Es kann jetzt nicht nur wieder fühlen und denken, sondern auch seine unbewusste mentale Aufmerksamkeit auf dich lenken, wodurch sich dein geistiges Gesundheitspotenzial verbessert. Das klingt toll, aber ist dieser Eingriff nicht gefährlich? Mit dem richtigen Werkzeug ist gar nichts gefährlich, wenn es auch eine schöne Sauerei gibt. Und deshalb benötige ich deine Hilfe ganz besonders. Genug geredet. Ich gehe jetzt lieber mal nach dem Rechten sehen. Bewach die Frauen und Kinder. Hey, ist mein Hombre schon auf den Beinen? Noch nicht, aber bald. Ich hoffe nur, er ist nicht sauer, weil ich mich so dämlich benommen habe. Agent Crawler? Wie ist die aktuelle Lage? Wir werden das hinkriegen, Junge Mann. So, ich bin wieder einsatzbereit. Aber das interessiert mich schon. Wofür sind all diese Geräte? Hier oben ist die Nachrichtenzentrale. Den Gang hinunter ist der Beobachtungsraum. Momentan findet dort kein Test statt. Vielleicht später. Und unten sind Spezialmaschinen, die Psi-Aufstiegsmarkierungen zusammensetzen und geistige Spinnenweben entwirren. Du solltest ja, das kennen wir ja. Ja. Wir sind wieder einsatzbereit. Okay, mal sehen, ob ich mich erinnern kann, wo du gewesen bist. Ja, ich hoffe mal, wir werden jetzt... Oh, wir sind schon wieder unten. Ich hasse diesen Kerl, dass er sich nie dran halten kann. Mann, ey. Also, ehrlich. So. Also, das heißt für uns jetzt, wir müssen hier aber auch alles ab... suchen. Wir haben einen Geheimgang gefunden. Okay. Ich glaube zumindest, dass es ein Geheimgang ist. Sieht aber so aus. Okay. Da oben ein Hirn. Kittys Gehirn. Ich sag das nicht gern, aber es ist gepflegter als die restlichen Hirne hier. Kannst du das bitte lassen? Bevor wir das jetzt zurückbringen, traue ich mich da jetzt mal hin. Ich bin ja mutig. Danke, danke euch alle. Ihr seid alle so lieb. Ihr macht mich ja so glücklich. Mhm. Okay, also wir sind jetzt in einer Gegend, wo keiner mehr irgendeine Tasse im Schrank hat. Ich habe meine alte Trophäe gefunden.
Ich sollte sie wirklich wegsperren, bevor sich noch jemand an dem glitzernden, klauenartigen Metallding da oben verletzt. Willst du die Geschichte hören, wie ich diese Trophäe errungen habe, mein Junge? Nein, möchten wir nicht. Oder willst du sie mir wegnehmen, weil du denkst, ich habe sie nicht verdient? Nein, nein, sie verdienen sie. Ich habe dir nichts weggenommen. Ich wollte niemals berühmt sein. Ich wollte nur geliebt werden. Hey! Was? Du solltest doch tot sein! Ah! Sie sieht ein Bild von uns? Aber ganz komisch. Mir alles zu nehmen, für das ich gearbeitet habe, weil ich möchte... eifersüchtig bist. Ich möchte doch nur wissen, warum wir... Ach, egal. Okay, hier können wir noch nicht hin, glaube ich. Willkommen im Land der Bekloppten und Bescheuerten. Ah, da oben ist noch ein Hirn. Keine Sorge, Franke. Ich lege es gleich neben Kittys. Mir ist schlecht. Mir ist so schlecht. Noch eine Karte. Halt, stopp. Kommen wir da hoch? Irgendwie? Nee, kommen wir nicht. Okay. Was ist das hier? Ein Fahrstuhl? Sowas in der Art, oder? Okay. Das sieht aus wie ein ganzes Sanatorium voll von... bisschen bekloppten Leuten. Ich weiß nicht, warum ich das mache übrigens. Okay. Was ich aber weiß, ist, wir sollten eventuell schon mal diese beiden Hirne zurückbringen. Denn, nächste Seite. Denn wir brauchen wahrscheinlich jede Menge von dieser Fokussierung. Neu sammeln. Hauptquartier neu sammeln. Roger, vorbereiten zur Extraktion. So. Wir sind gerade sehr nah an diesem Stumpf, aber wir gehen jetzt erstmal... dorthin. Gut, und jetzt? Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, hoffen wir auf das Beste, rechnen aber mit dem Schlimmsten. Es gibt nur eins, was mich jetzt noch aufmuntern kann. Pediküre, bis bald. Und deswegen ist sie praktisch gesehen nicht meine Freundin. Obwohl sie ein Mädchen ist und wir gute Freunde sind. Nun, eines kann ich dir sagen. Mein Vater wird mich nie wieder in dieses Lager schicken. Wo ist Kitty? Ach egal, ich finde sie schon. Okay, wir haben schon mal wieder 3 Stück. Die aktuelle Lage. Es wird weniger. Ich sollte gehen. Habe noch viel zu tun. Viel Glück, genau. Rasputin. Wir gehen jetzt nämlich mal eben in die Hütte, holen uns ein paar Psykerne, denn wir haben da 16 Karten. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele. Wohin soll ich sie kriegen? Wie viel war das denn nochmal? Wie viele musste man denn zusammensetzen? Haupthütte, ne? Haupthütte. Setz mich bei der Haupthütte ab. Oh, bitte bringen Sie mir dann einen Burger mit, ja? Da ist die Haupthütte, genau. Ja, ich weiß, ich höre es. So, gerade mal so noch gerettet. Sonst hätten wir wieder gebrannt.
Oh, wir erinnern uns, Linkin Park spielt nicht mehr. Hey, gibt's was Neues im Laden? Sieh dich um! Damit kannst du die Farbe ändern. Ah, das ist etwas, das jeder junge Psy-Kadett braucht. Pass auf. Ah, 400 ist ein bisschen zu. Achso, wir sollten hierfür vielleicht nochmal. Verkauf dann das Kind mit dem großen Kopf und den Handschuhen. Was kann ich sonst noch für dich tun? Ich nehme es. Verkauf dann das Kind mit dem großen Kopf und den Handschuhen. Was kann ich sonst noch für dich tun? Ich nehme es. Ausgezeichnet. Was kann ich sonst noch für dich tun? Pass auf. Ich nehme es. Du nimmst eine sehr gute Wahl. Was kann ich sonst noch für dich tun? Ich nehme es. Ausgezeichnet. Lalalala. Ausgezeichnet. Was kann ich sonst noch für dich tun? So, und dann nehmen wir noch einmal den hier. Verkauf dann das Kind mit dem großen Kopf und den Handschuhen. Was kann ich sonst noch für dich tun? Das wäre dann. Gut. So, dann hätten wir das auch. Komme ich jetzt? Nee, komme ich jetzt nicht. Schade. Ich war gerade im Überlegen, ob ich mit dem Speck wieder dahin komme, wo wir herkamen. Aber dann würden wir wahrscheinlich hier wieder abgesetzt werden, wenn wir irgendwo hin wollen. Wir wollen aber ja. Ja, hier in mein Versteck. Weißt du schon. Fahren wir sofort. Wir wollen ja jetzt wieder zu ihm und sagen, dass wir wieder zurück möchten, wo wir herkamen. Ups, okay. So, zack. Wie ist die aktuelle Lage? Da. Ich bin wieder einsatzbereit. Okay. Bla 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 bla, wir sind wahrscheinlich wieder unten. Wir sind wieder unten. Ah, dieser Crawler hat auch überhaupt kein Verständnis für. Ne. Richtige Position, so. Zack. Und hoch. So, dann wollen wir mal gucken, was der Milchmann hier treibt. Hey Boyd, warum versuchst du das Irrenhaus abzufackeln? Okay. Der Milchmann. Okay, wir können also gar nichts machen. Was passiert denn? Wartet mal kurz, ich speichere mal eben. Nichts kann mich vom Auftrag ablenken. Nichts kann mich vom Auftrag ablenken. Ich okay. Ich will erst ruhen, wenn ich die Milch geliefert habe. Wir kommen da nicht hoch. Was ist denn hier? Nein, da rührt sich wohl wirklich nichts. Hier kommen wir nicht durch. Rührt sich wohl wirklich nichts. Was ist denn das da oben? Kommen wir da irgendwie hoch? Goldene Uhr. Was zur Hölle ist das hier? Keine Ahnung, egal. So, das hatten wir eigentlich auch schon zerstört. Ich möchte mal gucken. Ach, das war ein Schnitzeljagdobjekt. Okay. Goldene Uhr. Könnten wir mit ihr reden, ohne dass wir das Ding nehmen? Da ist auch noch ein Gang. Ma'am, haben Sie wohl ein Mädchen gesehen, das... Du musst der neue Tenor sein. Mein... Ja! Aber so jung, so jung. Warum muss ich immer mit solchen Babys auf die Bühne? Das ist wohl der Fluch meines jugendlichen Gesichts. Ja, unbedingt. Nein. Okay, die ist nicht ganz fit. Gucken wir mal, was hier ist. Aha. Attacke! Nein, wartet! Hört
Hört nicht auf ihn! Rückzug! Sei still, du Narr! Wir haben gesiegt! Wellington ist auf der Flucht! Das ist unsere Stunde des Triumphs! Ach, halt's Maul, du Idiot! Die Schlacht kann nicht gewonnen werden! Wir werden verlieren! Verloren hast du schon längst, Fred. Und jetzt sei gefällig still! Ich bin hier der Aufseher und ich leite ein ruhiges, beschauliches Irrenhaus. Verstanden? Siehst du? Du hast Mr. Tagleys Kunsttherapiesitzung gestört. Haha! Le jour de gloire est arrivé! Wie du meinst. Oh mein Gott, hier sind lauter Irre. Und da wir selber genug irre sind, um das hier weiterzumachen, würde ich sagen, schaltet bei der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt, bei meinem Barte, nein, bei meiner Nase, bei meiner Nase, bei meiner Nase, ach nein, das war Boyd. Ja, keine Ahnung. Tut sweet und allons-y, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Psychonauts. Schaltet wieder rein, ciao.